Herr Minister, die Bayerische Polizei begeht 75 Jahre Geschichte. Was ist Ihre Bilanz? Nun, die Bayerische Polizei kann auf eine großartige Erfolgsgeschichte über diese 75 Jahre hinweg zurückblicken. Dass Bayern heute das mit Abstand sicherste aller 16 Bundesländer ist, verdanken wir gerade auch dem engagierten, nachhaltigen Einsatz unserer Polizeibeamtinnen und Beamten, aller anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Jetzt fällt es schwer, 75 Jahre in die Zukunft zu schauen, aber was sind die größten Herausforderungen, denen sich die Bayerische Polizei in der Gegenwart und in den nächsten Jahren gegenüber sieht? Ich glaube, wir wissen heute genauso wenig, was in 75 Jahren ist, wie vor 75 Jahren die Kolleginnen und Kollegen damals sich hätten vorstellen können, wie wir uns heute präsentieren. Die allerdringendsten Herausforderungen jedenfalls der nächsten Jahre sind sicherlich die Digitalisierung, sind insgesamt die ganze Entwicklung im Internet. Denn wir spüren nicht nur die großartigen Chancen, die für uns alle mit dieser technologischen Entwicklung verbunden sind, sondern wir sehen, dass natürlich auch immer mehr Kriminelle sich hier dieser Techniken bedienen. Das heißt, Cybersicherheit, Computerkriminalität, all diese Themen werden noch weiter an Bedeutung gewinnen. Und wir müssen uns darauf einstellen, in der Arbeit der Kriminalpolizei, in der polizeilichen Arbeit insgesamt, in der Ausstattung unserer Polizei und darin, dass wir möglichst den Kriminellen auch im Internet einen Schritt voraus sein wollen. Hat die Bayerische Polizei die Ausstattung, die sie für diese Herausforderung braucht? Wir haben nie genug und nie sozusagen das allerletzte Niveau der Ausstattung, das allerneueste Niveau. Aber wir sind insgesamt schon sehr gut unterwegs mit unserem Programm Mobile Police, Ausstattung, Zielsetzung aller Polizeibeamten mit einem Smartphone, mit dem wir auch im Intranet miteinander kommunizieren können. Zwei Drittel der Polizeibeamten haben schon eins. Wir statten alle Streifenfahrzeuge mit einem Notebook, einem Convertible aus. Also wir sind da im Vergleich zu anderen Teilen des öffentlichen Dienstes und vor allen Dingen auch im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern schon wesentlich weiter. Und genau da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Vielen Dank, Herr Minister. Ich danke Ihnen.